Wer kennt das nicht? Man möchte Sport machen, kann sich vielleicht überwinden, aber ahnt, oh, von der Zeit her wird das alles ganz schön knapp. Ich habe eigentlich nur eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit. Dafür gibt es das hochintensive Intervalltraining. Angeblich kann man da in 15 bis 20 Minuten den Effekt erzielen, den man sonst erst in 60 Minuten erzielt hat. Sind die 30 Sekunden bald rum? Wie das Ganze funktionieren kann, das erzählt uns heute Jürgen Siebenhöhn, Personal Trainer, Experte auch für solches Training. Ja, Jürgen, was genau ist das Besondere am HIIT, glaube ich, abgekürzt? Das stimmt. Du hast es schon richtig gesagt. Also es funktioniert tatsächlich so, dass es sehr intensives Training, aber auch sehr effektives Training ist, was man sehr gut einbauen kann, wenn man weniger Zeit tatsächlich mal hat. Es ist fast so intensiv wie eine Stunde Laufen. Und trainiert aber noch andere Fertigkeiten mit. Du hast eine größere Kraftkomponente, eine Schnelligkeitskomponente, Koordinationskomponente, also man wird auch geschickter. Das alles mit diesem einen Training. Okay, und wie genau funktioniert das dann? Also wie viele Sekunden muss ich mich belasten und wie viele Sekunden ist dann Erholungsphase? Ich habe die besten Erfahrungen gemacht mit 30 Sekunden Belastung und 30 Sekunden Erholung. Ein bisschen sportlich sollte man dazu schon sein, aber das bist du ja. Ab Sekunde 20 wird das Ganze ziemlich intensiv. Also wer am Anfang merkt, das ist für mich zu viel, der bleibt vielleicht erstmal bei 15 oder 20 Sekunden. Okay, dann würde ich sagen, führt kein Weg mehr dran vorbei. Nee. Versuchen wir es mal. Das geht noch. Also normalerweise würde man bei so intensivem Training, wenn man es nicht unterbricht, ja sofort übersäuern. Du wärst nach 2 Minuten so weit, dass du ja absolut nicht mehr könntest. Mit dem Trick der Pause allerdings kommt man immer wieder zurück in den Fettverbrennungsbereich und hat so Fettverbrennung kurz und intensiv. Das ist im Grunde der Trick. Die Pause ist der Trick. Du läufst und bei jedem dritten Schritt. Ja, das ist schon ein bisschen komplizierter. Das ist das Aufwärmen, ne? Okay. Gut, okay. Okay. Genau, verschnaufen, tief atmen. Nächste Sache, Skate Step heißt das. Mhm. Ich mach mal vor und du steigst dann ein. Es geht so. Balance, meine Lieblingsübung. Nicht. Die nächste Sache ist vom Ablauf her etwas komplizierter, was mit Rotation verbunden ist. Nee, verkehrt. Runter, hoch, rotieren, runter. So, nein, wieder falsch. Augen auf bei der Berufswahl. Also ich habe was im Bein gemerkt, ich habe was im Rücken gemerkt. Also am meisten hast du bei der schrägen Bauchmuskulatur bei dieser Übung. Das ist ein Vorteil auch von dem HIIT-Training. Du kannst relativ große Muskelgruppen trainieren. Das ist nicht so einzelnes definiertes Training wie im Fitnessstudio. Deswegen geht es auch so schnell. Ja. Macht mehr Spaß und bringt letzten Endes mehr. So, aufgewärmt sind wir. Wie geht's weiter? Eieiei. Okay. Sind die 30 Sekunden bald rum? Eine. Stopp. Ja. Meld mich nie wieder freiwillig für so eine Nummer. Okay. So, wie geht's weiter? Erstmal Pause, ne? Das ist das einzig Gute an diesem Training. Erstmal Pause. Du merkst, dass du die 30 Sekunden dann auch brauchst mit der Zeit. Mhm. Ich nicht mehr reden. Ach du meine. Tief du gehst, bestimmst du, wie schwer die Übung ist. Ah, okay, ich mache einfach so. Genau. Oder die Mitte, sagen wir die Mitte. Okay, sagen wir die Mitte. Oh, reicht. Gleichmäßig atmen sollte man.
Und Start. Okay. So langsam. Doch, ja. Merkt man es dann auch, ne? Warum das intensiv heißt. Und wieder zurück. Eine Sekunde oben bleiben. Und ablegen komplett. Komplett ablegen. Und stopp. Super. Sehr gut. Wenn es keine Vorschädigung am Rücken gibt, gehört es zu den besten Rückenübungen, die man machen kann. Okay. Und wenn ich eine Vorschädigung hätte, von der ich noch nichts weiß? Die hättest du schon gemerkt. Hätte ich gemerkt. Die Bewegungskontrolle ist ganz wichtig. Und was man machen kann, ist, wenn man einen Spiegel bei sich zu Hause hat, im Wohnzimmer oder sogar einen Rollbahnspiegel, dann macht man es mal vor dem Spiegel und guckt, wie sieht das eigentlich aus, was ich da mache. Weil man sieht sich ja selber nicht. Es gibt keine Rückmeldung, wenn du das alleine machst. Da kannst du dich schon in eine Verletzung reintrainieren. Du kannst auch durch eine dauerhafte Fehlbewegung dir einen dauerhaften Schaden im schlimmsten Fall holen, wenn du das über Monate und Jahre machst.